Was ist Jesus Christus gerade jetzt eben? In diesem Augenblick, in diesem Moment, was ist er? Ist er Gott? Ist er nur Gott? Hat er aufgehört, Mensch zu sein? Oder ist er jetzt im Himmel Gott und verherrlichter Mensch, weil sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat? Und spielt das überhaupt irgendeine Rolle? Ist das von Bedeutung? Dem wollen wir gleich nachgehen. Eine der weniger bekannten biblischen Lehren betrifft eben genau diese Frage, ob Jesus jetzt noch Mensch ist. Viele wissen nicht, dass Jesus tatsächlich gegenwärtig im Himmel ein Mensch ist, wenn auch in einem verherrlichten Körper. Einige lehnen dies zwar ab, ja, und dafür führt man dann natürlich auch verschiedene Gründe an. Am Ende wollen wir uns auch zwei, die am meisten vorgebracht werden, anschauen. Die vorgebracht werden eben, um seine gegenwärtige Menschlichkeit zu leugnen. Und diese Menschen, die irren sich. Und das soll jetzt eine folgende biblische Demonstration auch zeigen, dass Jesus gerade jetzt sowohl göttlich als auch menschlich ist, dass er sein Menschsein nicht irgendwie in die Ecke gelegt hat und da legt es jetzt und wartet nur, ich weiß nicht, bis es dann verwest, verrottet oder was ist mit seiner Menschlichkeit passiert. Ich kann diese Gedanken nicht ganz nachvollziehen, was jetzt das überhaupt bedeuten sollte, dass jemand oder dass Gott seine Göttlichkeit ausgezogen hätte. Ja. Wenn man Gott ist, dann ist man eben unwandelbar. Ja, und dann kann man sich nicht verändern. Wandeln von Gott in einen Menschen, von einem Menschen in Gott. Und wenn man wiederkommt, dann wieder in einen Menschen. Das ist, ja, das klingt nicht gut, sagen wir es mal so. Das klingt nicht vernünftig. Wir wollen hier christologisch sein. Und darum wollen wir auch darauf verweisen, dass es wirklich biblisch korrekt ist zu sagen, dass Jesus gerade jetzt im Himmel ein Mensch ist. Obwohl er eben ein verherrlichter Mensch ist. Aber es wäre eben auch falsch zu sagen, dass er nur ein Mensch ist. Und Kolosser, Kapitel 2, Vers 9, der spricht in diese Sache hinein. Schaut mal, er sagt, denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt in der Gegenwartsform, er ist zurückgekehrt in seine ursprüngliche Herrlichkeit, denn in ihm, von wem ist denn hier die Rede? Ja, hier geht es um Christus. Es ist Jesus Christus, der Fleisch wurde und dann zurückgekehrt ist in den Himmel mit seinem auferweckten Auferstehungsleib. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und hier steht nicht einfach nur, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes, als ob der Vater nicht nur zur Hälfte in ihm wäre, sondern dieses Wort hier, es meint das Gottsein. Ja, das Gottsein, das, was jemanden zu Gott macht, nämlich durch die Eigenschaften, die Gott eigen sind, diese Fülle der Gottheit, das heißt, alles, was nötig ist, um Gott zu sein, um Gottheit darzustellen, diese Eigenschaften, das Gottsein, es wohnte in ihm und das in der ganzen Fülle und das in wie? Leibhaftiger Form. Ja, und darüber hinaus ist die Menschlichkeit Jesu jetzt aus zwei Gründen wichtig. Da haben wir einmal, lehrt die Bibel das, ja, das ist ein ganz einleuchtender Grund. Erstens, die Bibel lehrt das. Wir haben das gerade gesehen, aber das wird noch deutlicher werden. Zweitens, ist Jesus als Mensch nach der Ordnung Melchisedeks ein Priester für immer. Hebräer Kapitel 6, Vers 20. Wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Also Jesus Christus ist jemand, der uns im himmlischen Heiligtum als Hohepriester vertritt. Er ist ein Hohepriester und das in Ewigkeit geworden und das nach der Weise Melchisedeks. Und ein Kapitel später, in 7,25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch
ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Also als verherrlichter Mensch ist er eingegangen in das himmlische Heiligtum und ist dort ein Hohepriester, ein Fürsprecher für uns, jemand, der uns vertritt, der vermittelt, und er kann auch die Vollkommenen retten, die jetzt dann zu Gott kommen. Ja, wenn wir jemandem das Evangelium bringen und sie kommen zum Glauben an Gott, ja, durch ihn zu Gott kommen, heißt zum Glauben an ihn kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Das sehen wir in wundervoller Weise im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also es geht um Kinder, die zum Glauben gekommen sind, die Kinder Gottes sind und denen ihre Sünden alle vergeben wurden. Sie sind rechtlich freigesprochen. Und dennoch können wir uns immer noch versündigen als erlöste Kinder Gottes, die rechtlich freigesprochen sind, die durch den Glauben an das, was Jesus Christus geleistet hat, nämlich er ist am Kreuz für die Sünden gestorben, wurde begraben und ist wieder auferweckt worden. Und wenn jemand, der dieses Glaubens ist, versiegelt durch den Heiligen Geist nach Epheserbrief Kapitel 1, Vers 13, wenn so einer sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Und wer ist das? Das ist Jesus, der Christus, der Gerechte. Denn er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Ja. Also Jesus ist ein Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Und um ein Priester sein zu können, muss er ein Mensch sein. Ein Geist kann nach der Ordnung Melchisedeks eben kein Priester sein. Und wenn Jesus jetzt kein Mensch ist, kann er sein Priestertum, sein Amt, seine Aufgabe als Priester, als Fürsprecher, Vertreter von uns, als Vermittler, nicht ausüben. Und er kann nicht ewig für uns Fürsprache halten. Daher bedeutet die Verleugnung der gegenwärtigen Menschlichkeit Jesu die Verleugnung seines Priestertums und seiner Fürsprache für uns. Ohne seine Fürsprache sind wir aber verloren. Als erster Punkt halten wir fest, Jesus ist gestorben. Ja, es ist unbestritten, dass Jesus am Kreuz starb, mit Ausnahme einiger nichtchristlicher Religionen und verschiedener atheistischer Gruppen, denke ich, ist das ziemlich klar, wird keiner widersprechen, denn die biblischen Berichte sind hier sehr eindeutig. Im 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, Jesus, wer ist das? Ja, das, was geboren wird, das Heilige, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der Engel Gabriel kommt zu Maria und sagt, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Also hier wird etwas, nämlich ein menschliches Wesen, geboren. Und du sollst ihm, ja, demjenigen, der geboren wird, hier, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dieser, der geboren wird, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und hier in Vers 35, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ja, und das, was geboren werden sollte, sollte den Namen Jesus Christus bekommen. Dieser Mensch sollte Jesus Christus heißen. So, jetzt wieder zurück im 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus, der von der Maria geboren wurde, das, was geboren wurde, Jesus mit ihm führen. Ja, noch einmal, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist, sterben, tun keine Geister, sterben tun Leiber und auferweckt werden auch keine Geister, sondern Leiber, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die anderen, die entschlafen, die gestorben sind, durch Jesus mit ihm führen. Also, das ist sehr eindeutig, dass Jesus gestorben ist und die gestorben sind, im Glauben an den Herrn Jesus gestorben sind, als gläubige, wiedergeborene Kinder Gottes, die werden ebenfalls auferstehen und mit Jesus zurückkommen. Es sind die Verstorbenen, die
leiblich auferweckt werden. Also einmal er ist gestorben und jetzt er wurde auch auferweckt, aber eben physisch ist er von den Toten auferstanden. Das ist der gleiche Vers, den wir gerade noch gelesen haben. Ja, Vers 14. Denn Jesus, das Heilige, das geboren wurde und den Namen Jesus bekommen hat, und Jesus Christus ist, er ist gestorben, aber wurde auch auferweckt. Er ist auferstanden aus den Toten und wird genauso die anderen mit ihm führen, die im Glauben an ihn gestorben sind oder mit dem Glauben an ihn gestorben sind. Und die Bibel, die lehrt uns, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Leider ist einigen Christen nicht bewusst, dass Jesus tatsächlich in demselben Körper auferstanden ist, in dem er gestorben ist, obwohl es ein verherrlichter Körper war. Wir sehen, dass Jesus die Auferstehung seines physischen Leibes vorausgesagt hat. Johannesevangelium, Kapitel 2, Verse 19 bis 21. Nach der Tempelreinigung, wo der Jesus die Tische umgeworfen hat, der Wechsler und sich eine Geißel gebastelt hat und dann alle hinausgetrieben hat. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Ja, dann wird gesagt, in 46 Jahren und du wurde gebaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Und jetzt bedeutsam Vers 21, er aber redete von dem Tempel, von was? Von dem Tempel seines was? Von dem Tempel seines Leibes. Wie uns diese Stelle im Johannesevangelium Kapitel 2 ab Vers 19 bis 21 zeigt, sagte der Herr Jesus, reißt oder brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Also es ist der Herr Jesus selbst an seiner Auferweckung beteiligt. An einer anderen Stelle sagte dann, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es. Ich habe Macht, es zu geben und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Jetzt mal so nebenbei. Und die andere Stelle, wen das interessiert, das ist der Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11. Dort wird nämlich auch gezeigt, dass der Heilige Geist an der Auferstehung beteiligt war. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also er wird was? Was wird hier lebendig gemacht werden? Unsere sterblichen Leiber, die werden lebendig gemacht. Und das ist beim Herrn Jesus auch passiert. Also die Belege sind wirklich erdrückend. So, nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung erschien er verschiedenen Menschen, um zu zeigen, dass er physisch auferstanden war. Oh, da können wir jetzt viele Stellen anschauen. Nehmen wir mal Lukas, Kapitel 24, Vers 39. Seht an meine Hände und meine Füße, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Hier steht Fleisch und Knochen. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Ja, man konnte es anrühren, man konnte es sehen. Der Jesus hat extra noch vor ihnen gegessen und indem er ihnen das sagte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Ja, die konnten aber immer noch nicht glauben und waren einfach nur verwundert. Johannes Evangelium 20, Vers 27. Dann sprach er zu Thomas, also er erscheint dann dem Thomas, der bis dahin ihn nicht gesehen hat und auch nicht das glauben konnte, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Der Körper, in dem er dann auferstanden ist, das war derselbe, in dem er gestorben ist, da er die physischen Wunden seiner Kreuzigung behielt. Also wenn jemand die Auferstehung Christi leugnet, sein Glaube vergeblich ist und er kein wahrer Christ ist, das ist so zentral. Das ist eine der heilsnotwendigen Wahrheiten. 1. Korinther Kapitel 15, der ist da so deutlich. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, damit ist die leibliche und keine andere Auferstehung gemeint, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Ihr seid dann noch in euren Sünden, sagt Paulus an die Korinther. Also es genügt nicht zu sagen, dass Jesus einfach auferstanden ist. Man muss anerkennen, dass er leiblich, dass er physisch auferstanden ist. Die Auferstehung eines Geistes
Das, ja, ist keine Auferstehung eines Körpers, eines Leibes, keine leibliche. Und ohne die Auferstehung des Körpers, des Leibes Christi ist der Tod nicht besiegt worden. Unser Glaube wäre vergeblich. Das ist der logische Gedankengang, den uns Paulus hier präsentieren möchte. Und wir sehen, es ist keine Kleinigkeit, es ist eine der heilsnotwendigen Wahrheiten. Man zerstört nicht weniger als das Priestertum, das ewige Priestertum Jesu Christi. Dritter Punkt, der auferstandene Leib Jesu war ein verherrlichter Leib. Jesus ist physisch von den Toten auferstanden, in demselben Körper, in dem er auch gestorben ist. Aber was für ein Körper war dann dieser physische Körper, in dem unser Herr Jesus auferstanden ist? War er wieder dem Tod unterworfen? Hätte er wieder sterben können, müssen? Die Bibel erzählt uns von dem auferstandenen Leib des Herrn, von dem alle Christen in der Zukunft erhalten werden. Also sie sagt über diesen Leib des Herrn, den auch alle Christen erhalten werden. Und jetzt kommt eine etwas längere Passage von dem eben angesprochenen Kapitel. Wir schauen in den 1. Korintherbrief Kapitel 15 und fangen mit Vers 35 an und springen dann ab Vers 40 wieder weiter. Haltet bitte aus, das ist ein längerer Abschnitt. Und hier lesen wir in Vers 35 erst einmal, aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Also die Toten, wie sollen sie auferstehen? Und mit was für einem Leib, mit was für einem Leib sollen sie kommen? Und darauf geht Paulus, Vers 40 dann auch ein. Es gibt himmlische Körper und es gibt auch irdische Körper. Ja, es gibt irdische und es gibt himmlische Körper, eine ganz einfache Wahrheit. Aber er sagt, ja, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper und anders der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Also wir haben hier Himmelskörper und ja, Sonne, Mond und Sterne. Die unterscheiden sich vom Glanz, sagt Paulus. Und Vers 42 dann, und so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Also jetzt wendet er sich, nachdem er diesen Vergleich gebracht hat, der Auferstehung der Toten zu und sagt, es wird gesät in Verweslichkeit. Also man sät in Verweslichkeit und auferweckt wird dann in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und es wird und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Und wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also, diese Verse sagen uns, dass mit dem Körper, der von den Toten auferweckt wird, etwas geschieht. Der Körper, der gestorben ist und der dann auferweckt wird, mit diesem Körper passiert etwas. Es wird gesät, ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt. Das, was gesät wird, wird auch auferweckt, nämlich ein verherrlichter, ein geistlicher Leib ist es. Derselbe Körper, der gesät wird, der stirbt, heißt das, der wird auch auferweckt. Und der natürliche Körper ist der Körper, mit dem wir geboren werden. Der natürliche Körper ist es auch, der dann stirbt und von den Toten auferweckt wird. Aber wenn er auferweckt wird, wird er in einen geistlichen Körper verwandelt. Der auferstandene Körper unterscheidet sich vom natürlichen Körper in seinen Fähigkeiten und in seiner Qualität oder Qualitäten, wie Jesus gezeigt hat. Aber, und das ist entscheidend, es ist derselbe Körper wie vorher, nur, wir könnten sagen, verbessert, ja eben verherrlicht oder auch vergeistigt.
oder vergeistlicht sogar, sind geistliche Leiber und es sind natürliche, irdische Leiber. Es wird gesät in Verweslichkeit und es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Mit dem Leib, der gestorben ist und der auferweckt wird, mit dem geschieht eben etwas. Wir sehen, dass daran, dass Jesus die Wunden seiner Kreuzigung beibehalten hat, wie die Löcher in seinen Händen und an seiner Seite und so weiter. Und dennoch konnte er einfach in einem Raum mit den Jüngern erscheinen, ohne durch die Tür einzutreten oder zumindest ungesehen durch die Tür einzutreten. Denken wir an Petrus, dem die Ketten abfielen, die Engel schlossen die Türen auf, führten ihn an den Wachen vorbei. Da ging Petrus auch nicht durch die Türen. Dort wurden den Wachen irgendwie die Augen gehalten oder sonstiges, wie die Jünger, die noch nach Emmaus gegangen sind und denen die Augen gehalten wurden, sodass sie Jesus nicht erkennen konnten und nicht erkannten. Aber gehen wir zum vierten Punkt über. Jesus ist ein Mensch in einem verherrlichten Leib. Wir haben bereits gesehen, dass Jesus in demselben Körper, in dem er starb, von den Toten auferweckt wurde. Aber dieser Körper ist ein auferstandener Körper, ein auferweckter Körper, mit dem ist etwas passiert. Einige Leute glauben jedoch, dass Jesus bei seiner Himmelfahrt irgendwie dann noch verändert wurde und sein physischer Körper, dass er dann nicht mehr gebraucht wurde oder er nicht mehr brauchte. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Es gibt keinen Ort, an dem sie sagen würde, dass Jesus aufgehört hat, ein Mensch zu sein. Wenn überhaupt, dann sagt das Neue Testament, dass er immer noch ein Mensch ist. Wie wir gelesen haben im Kolosser 2,9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Um klarzustellen, dass Jesus ein Mensch ist, lesen wir auch folgenden Vers im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es ist, ja, wir haben hier Gott, dass es nur einen gibt, und einen Mittler. Zwischen wem? Zwischen Gott und den Menschen. Und wer ist das, der da vermittelt zwischen Gott und den Menschen? Das ist der Mensch Christus Jesus. Also, wir sehen, dass Jesus ein Mensch genannt wird. Und wie Kolosser Kapitel 2, Vers 9 oben zeigt, so benutzt auch dieser Vers die Gegenwartsform ist. Jedenfalls schaut mal hier. Was wir uns hier anschauen wollen, ist im ersten Kapitel Verse 17 bis 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und siehe, ich war tot. War hier ein Geist tot? Nein, es war der Mensch. Jesus Christus, das Heilige, das aus Maria geboren wurde, dem man den Namen Jesus geben sollte, dieser war tot und siehe, jetzt lebt er, der tot war, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Preis den Herrn. Also in Offenbarung, Kapitel 1, 17, 18 lesen wir, dass Jesus im Himmel ist und der Apostel Johannes zu seinen Füßen fällt, zu seinen Füßen und legt die rechte Hand drauf. Und da können wir ganz klar erkennen, dass Jesus Mensch ist in einer körperlichen Gestalt im Himmel. Ein verherrlichter Mensch. Und das war es dann mit den Punkten zumindest, die wir uns hier anschauen wollten. Wir, wie versprochen, schauen uns noch zwei Einwände an. Manche behaupten also, ausgehend vom 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 50, das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht erben können und auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Ja, also manche behaupten, die Bibel sage, dass Fleisch und Blut nicht in den Himmel kommen können. Und dann wird eben diese Stelle hier angeführt. Der Begriff Fleisch und Blut ist ein Ausdruck, der den natürlichen Zustand, ja sogar den fleischlichen Zustand des Menschen bezeichnet. Ah, das schauen wir uns einige Stellen an. Hier, Matthäus, Kapitel 16, Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm,
Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Eine weitere Stelle wäre im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 16. Da sagt Paulus, denn Gott, es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren. Und eine weitere Stelle, Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also, unser Kampf ist nicht gegen Menschen in Fleisch und Blut, Menschen in natürlichem Zustand. Und genauso, Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Nach der Auferstehung Jesu, Lukas 24, 39, haben wir gelesen, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Jesus sagt ausdrücklich, dass er Fleisch und Knochen hat, nicht Fleisch und Blut. Jedes Wort ist in der Bibel inspiriert. Und Jesus wählt seine Worte aus einem ganz bestimmten Grund. Erinnern wir uns daran, dass das Blut Jesu am Kreuz aus seinem Körper ausgeflossen ist. Es ist sein Blut, das uns von unseren Sünden reinigt. 1. Johannesbrief 1,7. Denn wenn wir beim Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also deshalb können Fleisch und Blut das Königreich Gottes nicht erben. Man könnte sagen, Fleisch und Knochen können es aber wohl. Der letzte Adam wurde ein lebensspendender oder lebendig machender, lebengebender Geist. Das haben wir gelesen, wo? Im 1. Korinther Kapitel 15. Dieser Vers besagt nicht, dass Jesus ohne Körper ist, sondern dass er ein lebendig machender oder lebengebender Geist ist. Das heißt, dass er als der letzte Adam derjenige ist, der den Menschen das Leben gibt. Außerdem bedeutet es, dass der auferstandene Körper des Herrn Jesus dafür ausgerüstet ist, gleichzeitig im physischen und im geistlichen Bereich zu sein. Und das war es dann auch an dieser Stelle, liebe Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Das war ein etwas längeres Video und aber auch ein wirklich wichtiges Thema. Ich hoffe, dass ihr seht und versteht, warum es grundlegend und wichtig ist, zu begreifen, dass Jesus Christus gestorben ist, auferweckt wurde, in dem Leib, in dem er gestorben ist, dann verherrlicht wurde und dass diese Einwände, die gebracht werden, rein gar nicht dagegen sprechen können, ohne das Evangelium in dem Sinne zu zerstören, dass man die leibliche Auferstehung Jesu leugnet. Jesus ist ein Mensch in einem verherrlichten Leib. Und in diesem Leib wird er auch wiederkommen. Und wir können ihn hier erwarten. Und wir dürfen froh sein, dass er am Kreuz unser Gericht getragen hat. Schaut mal Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 31. Und mit diesem Vers möchte ich euch gerne entlassen. Weil Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Durch was? Durch einen Mann. Und die Engel sagten, so wie er gegangen ist, werdet ihr ihn wieder kommen sehen. Nämlich als ein Mensch in einem auferstandenen, verherrlichten Leib, den er dann auch hatte und zurückgekehrt ist, wird er wiederkommen. So, das war's für heute, für dieses Video zumindest. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott und schaltet auch das nächste Mal ein. Schreibt gerne in den Kommentarbereich, was ihr davon haltet, ob ihr noch etwas hinzufügen würdet. Ansonsten Gottes Segen euch und bis bald. Shalom.